So, meine Damen und Herren, jetzt etwas zum Wochenende. Ich war bei Freunden, lieben Freunden. Es war ein sehr schönes Wochenende. Es war mal entspannend, das war auch mal nötig. Und da kam noch von unseren Freunden ein Freund dazu. Ich kenne ihn ein bisschen weitläufig. Natürlich ging das gleich um das Thema Corona. Kaum, dass wir uns begrüßt hatten, aber wie das so ist. Ich habe mich dann mal umgeguckt hier, damit ich euch dieses Bild zeigen kann. Jeder kennt ihn vielleicht. Ohne so einen Ausweis kann man kein Blut spenden. Das ist noch die alte Form des Ausweises. Und bei der ganzen Erzählerei sagte mir dieser Freund des Freundes, nennen wir ihn jetzt Karl. Und Karl sagte einfach, ja, wieso, ich war dann noch Blut spenden. Das ist eigentlich ein Ding, ne? Da sag ich, na eben, hast du recht, zeig mal. Sagt er, kann ich dir zeigen? Und dann hat er mir seinen Blutspendeausweis gezeigt. Ich nehme hier stellvertretend dieses Bild aus einer Zeitung. Also, dass nicht jemand, diese arme Frau Lange, die sich da ganz stolz mit ihrem Blutspendeausweis zeigt, nimmt. Also, und der Karl, der sagte dann, hier, guck. Hier, am 17.03.2020 war ich Blutspenden. Da habe ich gesagt, sag mal, irgendwas stimmt oder nicht. Wenn man eine Grippe hat oder sowas, dann darf man. Nein, sagt er, dann darfst du nicht. Sagt er, na eben, das ist ja wirklich ein Ding. Und jetzt guckt mal. Ich habe jetzt hier die Seite der Bundesregierung aufgeschlagen und habe natürlich entsprechend gesucht. Und jetzt sehen wir hier den Ticker. Bitte die Corona-Warn-App herunterladen und Corona gemeinsam bekämpfen. Ja, so ein. Ach, naja. So, und es gab eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Web und so weiter. Zur Eindämmung und die ist vom 16. März 2020. Und soll uns keiner erzählen, dass am 17. dann, wo dann überall tätätä verkündet wurde, jetzt ist Schluss und Lockdown und Ausgangssperre und wir müssen und wir sollten doch und so weiter, dass da in so einem Blutspendezentrum dann die Leute gesagt haben, ja, das ist ja nicht so schlimm, los, komm her mit deinem Blut, wer weiß, wofür wir es brauchen. Angesichts solcher aufgebauschten Geschichten wie in Italien und alles solche Dinge. Und das haben uns ja die Mainstream-Medien so entsprechend auch nahegebracht. Das muss der letzte Depp gemerkt haben, dass da was angeblich Gefährliches im Anmarsch ist. Und wenn ich jetzt wirklich jemanden wirklich infizieren wollte, dann ist doch das mit dem Blutspenden der absolute Wahnsinn. Ich habe den Karl noch gefragt, sag mal, haben sie dich irgendwie getestet? Sagt er, Quatsch, gar nicht dran zu denken. Das lief ab wie immer. Rein, guten Tag und ach, bist du wieder da und hier, ja, hier, leg dich hin und. Also, Wahnsinn. Jetzt nochmal vom Deutschen Roten Kreuz. Darf ich mit einer Grippe oder Erkältung Blut spenden? Wir wissen ja alle, dass die Coronaviren zu diesen Grippeviren gehören. Und wenn man nichts hat, ne? Aber das wissen wir ja mittlerweile. Bloß. Da steht dann, nein, nach einer Grippe müssen Sie 4 Wochen lang ohne Krankheitssymptome gewesen sein, bis Sie wieder Blut spenden dürfen. Ja. Wenn man keine Corona-Symptome hat, die ja auch bloß grippeähnlich sind, ja, dann kann man sowieso keinen anstecken und es passt alles nicht zusammen. Es ist doch der Wahnsinn. Weshalb ich den Rahmen rot gemacht habe, na ganz einfach, weil das wirklich ein Thema ist. Da erzählen die uns den einen und dann den anderen Fakt. 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 Was für ein Ding Fakt? Es stimmt doch alles hinten und vorne nicht. So, jetzt könnt ihr ja gerne wieder in den Kommentaren euch auslassen und meckern und dä und ich weiß ja auch was und hier guckt mal dieses Video an und unbedingt teilen und guckt mal das an und so weiter. Nochmal die Erinnerung. Das war vom 4. 0 Uhr. Vom 4.7. Und da habe ich geschrieben, jetzt zeigt mal, wie ernst es euch ist. Und nur die Links beachten und zuhören. Ach du liebe Zeit. Und ihr solltet eigentlich nach den Links auf dieses Video kommen. Das hatte ich allerdings nicht auf YouTube, sondern dieses Video, das habe ich ganz einfach bei BitChute. Aber das sieht man bei BitChute und Telegram, wenn man zuhört und den Links folgt und nicht gleich denkt, oh, wo kann ich ihn kommentieren? Macht was. Aber macht's wirklich jetzt mal gut. Aber macht's endlich. Es ist 50 nach 12. Na gut, also mein Appell, hoffentlich hilft er. Es hat schon bei vielen geholfen, muss ich auch sagen, aber nicht so, wie groß getönt wurde. Ja, jetzt! Nix war. Also macht was. Ich gebe mir auch alle Mühe. Machen wir es gemeinsam gut. Bis dann. Tschüss.